Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sunkenland hier auf meinem Kanal. Ich bin die Fuddelmuddel und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. So, weiter geht's in diesem wunderschönen Spiel. Ja, wir gucken mal, ob wir was erforschen können. Hier, Armbrustbolzen. Können wir erforschen. Ich weiß nicht, soll ich machen? Ich glaube, unter Wasser kann ich damit, nicht schießen. Der Schrotteisenspeer, der würde mich gerade viel, viel mehr interessieren. Und weil wir Klebeband haben, irgendwo, da, mache ich das jetzt auch mal. Der Schrotteisenspeer, hier, so, da ist er. Da ist er, sieht gut aus, kann ich ihn jetzt auch bauen? Inventar, Holzspeer, Schrotteisen, boah, was? Der braucht 5 Teile und 2 Klee. Hätte ich mir sparen können. Okay, wir machen mal. Erstmal, wir bauen uns jetzt erstmal hier. Warte mal, wie viel braucht der? Bauen uns jetzt erstmal hier. Und dann stellen wir uns mal ein paar Pfeile her. So. Wir machen es so. Das können wir wieder zurücklegen. Einmal in die Kruschelkiste hier rein. Ich bin mir nicht sicher. Ob wir. Zack, das kann auch erstmal hier rein. Und Gummi kann hier auch rein. Bin mir noch nicht sicher, ob wir es wagen sollten, irgendwo, irgendwo zu irgendeiner Insel zu schwimmen. Ich würde fast sagen, nein. So, ich habe 30 Pfeile des Todes. Die müssen reichen. Ja, wir brauchen Essen, Trinken. Wir müssen ja vorbereitet sein. Wir gucken nochmal hier im Forschungstisch. Fischernetz, also Armbrust, Schrottpanzer, da brauche ich überall ein Seil für. Da ist noch alles gesperrt. Okay. Das heißt, wir können jetzt nochmal hier gucken. Holzspeer haben wir. Wir haben den Pfeil und Bogen. Das können wir nicht, weil ich kein Klebeband habe. Deswegen werden wir auf jeden Fall in dieser Folge nochmal looten fahren. Looten gehen. Wo war ich denn? Da war ich. Ach, Moment. Ich wollte noch was gucken. Ich hatte nämlich hier, da brauchen wir aber Marlins Fischhaut. Schwimme schnell wie ein Fisch, soll das wahrscheinlich heißen. Und hier ist die Angelrute. Da, ich wusste doch, irgendwo habe ich eine Angelrute gesehen. Ich weiß jetzt nicht. Wir gehen mal gucken, ob wir diese... Da. Ich glaube, das sind diese Marlinfische, oder? Bin mir nicht sicher. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass wenn ich jetzt einen davon angreife, ob dann nicht ein anderer kommt und hilft. Wir werden es versuchen. Ich werde jetzt... Ich kann die nicht töten. Komm mal her, komm. Komm hier, komm. Ah. Gut, ich kann ihn also verletzen. Das geht. Aber der ist echt wahnsinnig schnell, ne? Guck mal, der ist immer noch total aufgewühlt davon, dass ich ihn gestochen. Komm hier jetzt. Komm. Komm her. Ich brauche dich dringend. Ich brauche Haut. Okay, gut, also die greifen mich also nicht an. Selbst wenn ich sie angreife, tun die mir nichts. Ihr armen Tölpel. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Wenn ich jetzt länger tauchen könnte, ne? Obwohl, wartet mal, ich habe ja, warte mal, 3. Nein, 2 da. Ah, unter Wasser kann ich es nicht... Ah, okay. So, jetzt aber. Jetzt habe ich beide Tabletten genommen. Ich bin doch so doof. Komm mal her. Hier. Ah. Da. Marlins Fischhaut. Juhu, Leute. Kann losgehen. Der nächste. Das ist unfair. Ich habe dich vorhin schon 2-mal getroffen. Und du schwimmst immer noch. Komm. Oh.
Was eine Seuche. Ich habe keine Ausdauer. Komm. Komm hier, ich brauche dich ganz dringend. Es tut mir wirklich leid, aber... Erstmal habe ich Hunger. Und ich will den Grill unbedingt ausprobieren. Runter, komm. Okay. Und den dritten holen wir uns auch noch. Komm, wo bist du? Da ist er und sieht total lecker aus, Leute. Ich habe schon wieder vergessen, wofür ich diese Fischhaut brauchte. Komm doch mal her jetzt, komm. Der schwimmt einfach weg. Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, mit Schwimmflösschen hätte ich eine bessere Chance. So. Weil ich dann wahrscheinlich viel, viel schneller wäre. Ich guck nochmal, wofür brauchte ich die Fischhaut? Hierfür, dafür. Okay, also Stoff haben wir ja noch ein bisschen. Ich guck mal, ob ich mir die Flossen schon bauen kann. Weil die wären natürlich jetzt super, um auch die anderen Sachen da zu looten. Ich weiß jetzt nur gerade nicht mehr, wie viel Stoff ich da gerade verballert habe. Okay, wir können uns Flösschen bauen. Hoffe ich. Ah, der braucht zwei Seile, ne? Okay. Leute. Flossen Ahoi. Flossen Ahoi. Da sind die Flossen. So, und dann nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Und Essen hinzufügen. Ah, kann ich immer nur ein, okay. Ah, ist das schön. Ist das schön, Leute. Das erinnert mich jetzt tatsächlich echt total an Raft. Ja, mit dem Braten da auf dem Dings. Ah, warte mal, was brauchte der? Speer brauchte Klebeband, ne? Komponenten und Klebeband. So. Aber wir gehen ja gleich nochmal tauchen. Wir gehen ja gleich nochmal los. Und ich glaube, das Lagerfeuer hört auf. Das Lagerfeuer, der Grill hört auf, wenn das Essen fertig ist. Was ich sehr, sehr gut finde. Den anderen Fisch habe ich jetzt weggelegt, ja. Aber da brauche ich 6 Stoff für und ein Seil. Kann Kapazität erhöhen. Zum Tragen. Heißt also, wir sind jetzt auf der Suche nach Stoff. Damit wir unser Inventar auf jeden Fall erweitern können. Essen nehmen. Ich gehe mal davon aus, Hunger 40, Gesundheit 10, Energie, okay. Wir essen den jetzt, trinken noch ein bisschen und wir brauchen auf jeden Fall, so, schwimme ich jetzt wirklich schneller? Ja, ich schwimme schneller, oder? Oder muss ich die Flossen hier auf meinen Fuß packen? Nee. Okay, dann gilt das als Taucherausrüstung da. Das finde ich aber gut, dass man das dann also unterschiedlich hat, ne? So, wir gehen jetzt mal hier hin. Neue Lage entdeckt. Bezirk 43, oh mein Gott. Bezirk 43 klingt so als... Ah, okay, hier kriege ich bestimmt Gummi. Bezirk 43 klingt so, als könnte ich angegriffen werden. Ich hoffe nicht. Weil ich habe ja, wie gesagt, noch keine Gegner und nichts gehabt hier. Mich würde mal interessieren, habe ich jetzt eigentlich noch die Wirkung von den Tabletten? Ich glaube ja, ne? Die CO2-Anzeige ist immer noch ein bisschen erhöht. So, Stoff, das brauchen wir auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Stoff und Klebeband. Wobei ich jetzt natürlich nicht nachgeguckt habe, ob ich Klebeband auch eventuell selbst herstellen könnte. Ich
glaube zwar nicht, dass das geht. Oh, aber ich bin echt flott unterwegs hier mit den Flossen. Oh, ich will nichts übersehen, Leute. Ich bin so reizüberflutet. Ich finde das so schön. Oh, wir haben schon wieder 17.30 Uhr. Komm, ein Tauchgang noch. Das dauert. Der dauert ein bisschen länger. Glas, Schrott. Glas, Schrott. Okay, da kriegen wir Glas und Schrott raus. Und Komponenten. Sehr gut. Ich glaube, wir sollten zurück zur Insel. Weil ich glaube, nachts ist das Wasser sehr, sehr kalt. Und es könnte natürlich sein, dass ich dann erfriere. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir gehen gleich erstmal eine Runde schlafen. So, das nehmen wir noch mit. Ich guck mal, könnte ich eventuell eine Glaswand, okay, eine Glaswand bauen wir nicht, eine Wandsperre an Wänden angebracht und fügt Feinden bei Kontaktschaden zu. Okay, ne, die ist die Wandsperre, die Wandfalle. Kühlschrank, einen Kühlschrank könnte ich auch bauen, finde ich gut. Gut, hier können wir ja noch nichts machen. Ah, da brauche ich 10 Komponenten. Ah, okay. 10 Komponenten. So, Inventar. Da brauchen wir ja immer noch 6 Stofffetzen für. Glasflasche. Also eine Wasserflasche. Ein Wassereimer. Einmal, um Wasser zu schöpfen, natürlich. Wahrscheinlich, um das dann ins Dings zu bauen. Wartet mal, wo ist denn hier? Einfacher Wasserreiniger. Naja, gut, solange ich noch keinen. Das packen wir auch mal hier rein. Solange ich noch keinen. Nix hab, wo ich das mit rausschöpfen kann. So, 3 Stoff haben wir zumindest. Schokoriegel. Ich baue jetzt einmal noch eine Kiste, Leute. Eine Kiste noch. Damit wir Lebensmittel anders lagern können hier. Und dann gehen wir gleich ins Bett. Packen wir nämlich in die Kiste Lebensmittel und Würmer rein. So. Hunger, Durst geht noch. Brauche ich jetzt noch nicht trinken, glaube ich. Und wir schlafen eine Runde. Ah, es ist so schön. Es ist einfach nur schön, Leute. Ich muss mal kurz hier. So, wir essen. Oh, der gibt aber nicht wirklich viel. Oh nein, ich habe. Oh nein, ich habe rohen Fisch gegessen. Oh, hoffentlich habe ich mich jetzt nicht vergiftet. Manchmal bin ich ein bisschen doof. Ein Seil, passt mal auf, ein Seil für die Angelrute. Das machen wir mal eben. Seil. Angelrute. Da bin ich mal gespannt, wie es angeln ist. Aber erstmal trinken wir einen Schluck. Das hier rein. Und warten darauf, dass der Fisch fertig wird. Und da bin ich mal gespannt, wie es mit dem Angeln ist. Ich hoffe, ich versaue es gleich nicht mit dem Angeln. Essen nehmen. So. Essen draufpacken. Oh, wartet, hier ist die Route. 1, 2, 3, 4. Wie packe ich denn da einen Angelköder drauf? Ach so, ich habe keine in der Tasche, deswegen. Klar, die habe ich ja gerade alle hier reingepackt.
Ja, da gleich einer anbeißt. Da schwimmt auf jeden Fall links eine Krabbe im Meer. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Oh. Warte mal. Der Fisch ist... Was ist was? Moment. Jetzt muss ich gucken. Man muss mich jetzt konzentrieren. Angeln scheint nicht meins zu sein in diesem Spiel. Wird aber wahrscheinlich... Nein. Mit zu viel Kraft dahin weggeschwommen. Jetzt muss ich gucken. Ich muss mich konzentrieren. So, konzentrier dich, Fuddel. Oh, ein roter Schnapper. Ich hab... Ah, okay, da muss ich immer dann drücken. Ah, ich muss... Okay, ich muss drücken, wenn der dieses Dings in der Mitte ist. Dann muss ich drücken. Oh, das wird nichts, Leute. Also ich glaube, Angeln wird eine Herausforderung für mich. Ich muss einfach nur den nervösen Finger wahrscheinlich unter Kontrolle haben. Und ein Tampon. Okay, guck mal. Ich habe schon einen Tampon und so, Essen hinzufügen. Ich brate mal alles durch. Roter Schnapper, der ist bestimmt voll lecker. Ich nehme das jetzt mal mit hier, beziehungsweise esse und trinke, bevor wir gehen. Nochmal, es scheint ja nicht schlecht zu werden. Deswegen, wir gehen nochmal auf Tauchtour. Ich muss mal gucken. Also da waren wir ja vorhin, also in der ersten Folge waren wir ja da hinten. Und da habe ich natürlich noch lange nicht alles weggelootet. Ne? Da sind ja noch so viele Ruinen gewesen. Ich glaube aber, hier war ich, oder? Ich glaube, da war ich. Bin mal gespannt, ob ich unter Wasser später auch mal was abbauen kann. Wenn ein paar Updates gekommen sind. Ja, oder ob das einfach nur wirklich zu Zierde da ist. Aber die Flossen machen auf jeden Fall... Oh. Entweder ist das ein Grafikbug. Oder das ist eine Höhle, in die ich reintauchen könnte. Ich glaube aber eher, das ist ein Bug gewesen jetzt. Das sah so aus, als wenn die Welt da irgendwie kaputt ist. Ja, das wird nur ein Bug sein. Leute, es ist so ein schönes Spiel. Ich bin total geschillt. Das macht so einen Spaß. Oh, hier Klebeband, ganz wichtig. Klebeband brauchen wir. Brand vor allem. Wir brauchen Klebeband. Am besten hätte ich noch gern so ein, zwei von den Kisten. Fürs Klebeband. Wahnsinnig cool. Also ich kann es echt immer nur wiederholen, Leute. Mir gefällt das Spiel einfach nur super. Ich bin total begeistert. So. Da ist noch eine... Komm, lass da noch ein Klebeband drin sein. Ich brauche dringend einen Speer. Yes. Super. Ich bin erstmal bei Bermuda Lost Survival. Ich weiß nicht, ob euch das Spiel was sagt. Das ist auch schon älter. Aber wenn das mal da so schnell gegangen wäre, das habe ich auch so gerne gespielt. Das fand ich auch richtig klasse gemacht. Okay, ist hier noch was? Das kann ich jetzt nicht... Ach, war das jetzt das, was ich kaputt gemacht habe? Moment, wir tauchen nochmal auf. So, ich habe zwei Klebebänder. Kann ich den hier so... Oh, tatsächlich, ich kann den in der Tasche herstellen.
finde ich voll gut. Also unter Wasser, das meinte ich jetzt eigentlich. So, 7 Komponenten. Wir haben nochmal Stoff bekommen, nochmal eine Leuchtrakete, ein bisschen Glas, Gummi. Sehr natürlich ist schön. Noch ein bisschen mehr von den wichtigen Materialien zu kriegen. Damit ich mir eventuell die Armbrust und so, weil ich glaube, die Armbrust macht auch mehr Schaden. Und ich bin gespannt. Ich glaube, 10 Komponenten brauchte ich fürs Weiterkommen. Und ich brauche auch noch den Wasserdestillator. Damit ich mir Wasser machen kann und Flaschen. Also wir brauchen aktuell noch alles, Leute. Ja, und ich will jetzt auch nicht auf Deibel komm raus unbedingt schon irgendwo hin, wo ich noch gar nichts zu suchen habe. Deswegen mache ich das ganz geschillt und ganz gesmoothed hier mit euch. Erstmal sammeln wir die wichtigen Sachen, rüsten uns aus und dann, Leute, dann gehen wir auf große Reise. Ich glaube, anders andere wäre auch dumm, wenn ich jetzt anfangen würde, hier schon irgendwo hinzurennen, wo wahrscheinlich Gegner sind und ich kann mich noch gar nicht wehren. Das kann ich nicht kaputt machen, schade. Und ganz schnell wieder hoch. Ach, schön, Leute. Das ist gerade richtig wie Urlaub für mich. Ja, so Wasser. Ich liebe Spiele mit Wasser. So, ein bisschen Stoff wäre noch cool, ne? Komm hier, Stoff. Gib mir Stoff. Weil Seide brauchen wir ja anscheinend für sehr, sehr viele Dinge. Und ich weiß auch gar nicht, ob meine Axt hier irgendwie kaputt gehen kann. Es sieht zumindest nicht danach aus gerade. Holzkohle, Angelköder, ja gut, okay, da. Damit kann ich leben, dass ich das jetzt nicht mitnehmen kann. So, wo wohnen wir, Leute? Ich muss mich mal kurz orientieren. Ne, da wohnen wir nicht. Da wohnen wir. Wir haben Tag 3. Oh Gott, ich hoffe, mich greift jetzt noch nichts an. Jetzt, wo ich Tag 3 lese. Ich habe nämlich bei jemandem im Stream gesehen. Tag 3, der wurde angegriffen. Ich hoffe, das ist bei mir jetzt nicht so. Ach, und ich sollte natürlich auch erstmal die Basis, glaube ich, ausbauen, ne? Weil die To-Do-Liste sagt ja auch, Basis erstmal bauen. Ganz wichtig. Dann machen wir das doch mal eben. So, Essen habe ich ja. Angeln kann ich ja jetzt auch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich kriege diese Angelköder auch beim... Ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Ich nehme ja in einer Reihe auf gerade. Aber ich meine, mich daran erinnern zu können oder gesehen zu haben, dass ich die Angelköder tatsächlich auch beim Baum abhacken gekriegt habe. Ne? Guck mal, wenn wir hier angegriffen werden, wäre es doch vielleicht... ratsam. Wir schauen noch mal. Warte mal. Glaskomponenten. So, nee. B. B wie bauen. Ah, guck mal, da brauche ich auch nur 6 Stück von. Für die Metallwand, dann baue ich doch... Dann baue ich doch, Metallstruktürchen. So. Okay, kein Metall mehr in der Tasche. Weil ich glaube, das ist die Ressource, die wir am meisten hier kriegen, außer Holz. Bauen. Metallwand mit Tür.
mit Fenster. So. Das muss ja erstmal nicht schön sein, ne? Hauptsache, ich habe jetzt erstmal irgendwas. Jetzt überlege ich, ob ich hier nicht noch einen Ausgang mache. Ich glaube, das mache ich. Aber wir brauchen noch ein bisschen... Wir brauchen noch ein bisschen Metall. So. Ich glaube, ich mache mir hier noch einen Ausgang hin. Dann können wir auch schon Metallboden, Wand, Metallfenster, Säule und obere Strukturen, Metalldach. Da ist das Dach. Warte mal, da muss ich wahrscheinlich den Metallboden bauen, oder? Oder wie kann ich hier... Oh Gott, jetzt sag nicht, ich muss hier überall eine Säule zwischenpacken. So wie bei... Okay, ich muss über eine Säule dazwischen packen, okay. Das ist wie bei Icarus. Das heißt, wir haben Statik. Metalldach. Kann ich jetzt? Ja, jetzt kann ich das Metalldach hier hinbauen. So, jetzt haben wir aber natürlich nichts mehr. Kann ich das auch irgendwie abreißen? Moment, könnte ich das abreißen? Wahrscheinlich mit einem Hammer, oder? Ich habe einen Hammer zum Reparieren benutzt, okay. Aber ich habe keinen zum... Jetzt können wir aber erstmal hier... Haha, Leute, wir können das Inventar vergrößern. So, was wollte der nochmal haben fürs Inventar? Ein Seil. Verwenden möchte ich den gerne. Kann Kapazität länger. Ah, da. Okay, jetzt haben wir eine Reihe mehr. Das habe ich mir schon gedacht, dass das eine Reihe mehr ist. Und nicht mehr. Und, ja. Das heißt, wir brauchen jetzt sowieso erstmal wieder Zeugs. 13.45 Uhr haben wir. Ich trinke noch einen Schluck. Hier kommt der Rest rein. Die Holzkohle packe ich jetzt da mal rein. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch mal ein bisschen sammeln. Weil Schrott, wir brauchen ja alles Mögliche. Kann ich da nicht rein? Das ist eine Couch, da kriege ich... Okay. Ich komme hier nie wieder raus. Doch, komme ich. Oh, taucht dort nicht. Schwimm. Uiuiui. Okay, das war echt knapp jetzt. Es wäre eine Schande gewesen, wenn ich jetzt gleich am Anfang gestorben wäre. So, guck mal. Kommt mal her. Ich glaube, bei denen... Oh. Braucht man eigentlich wahrscheinlich nur... Komm her. Okay, also zwei, dreimal treffen muss ich die auf jeden Fall, bevor die sterben. Oder auch viermal, komm.
kommst doch eh wieder in meine Richtung. Ich frage mich, ob die auch nachspawnen. Ich hoffe es natürlich, dass die nachspawnen. Oh. Oh, das dauert ein bisschen länger. Okay. Stoff, Schrott, Gummi. Und Komponenten. Ich muss mal gucken, was ich fürs Boot brauche. Es wäre natürlich sinnig. Ich bin ja auch doof, ne? Ich bin ja auch ein bisschen doof. Es wäre natürlich sinnig, wenn ich mir jetzt schon mal ein Boot bauen würde, wenn ich es könnte. Bauen. Was braucht denn so ein Boot? 15 Metallschrott und die Komponenten. Metallschrott. Noch ein bisschen Metallschrott sammeln. Und dann kann ich mir das Boot bauen, Leute. Kann ich das hier abbauen? Nein. Und dann kann ich mir eine Kiste aufs Boot stellen. Und dann kann ich viel, viel besser sammeln. So. Wie viel habe ich jetzt? Das sollte reichen. Das mache ich jetzt auch, Leute. Pass mal auf. Nochmal einmal anpieksen hier. Ja. Sehr gut. Dich auch? Ich glaube dann. Komm. Ja. Gut, da wohne ich. Da steht mein Schrotthaufen. Dann bauen wir uns doch jetzt mal ein Boot. Weil die Komponenten habe ich. So. Wo war das Boot? Hier ist das Boot. Bauen. Mega. Da ist auch eine Truhe drin. Ah, fahren. Schubboot? Warte, was, was? Wir gucken mal, fahren. Oh mein Gott, wie ist das schön, wenn ich mit dem Boot auf hoher See einfach mal looten gehe. Ah, guck mal, da hinten ist so eine andere Insel, Leute. Die sieht größer aus als die, wo ich drauf bin. Das ist laut. Mal mit Pedale. Quasi ein Triebboot. Warte mal, beschleunigen? Beschleunige ich? Was? LS? Jetzt keiner drauf. Aber das da hinten sieht schon total verlockend aus. Okay. Nein. Nein. Dreh um. Dreh um. Ich hab... Oh. Dreh um. Ihr habt's alle gesehen, Leute. Ne? Da stand was von Mutanten. Kleine Felseninsel. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich mach mal hier F. Truhe. Ich trau mich jetzt nicht dahin. Wisst ihr was, Leute? Das machen wir in der nächsten Folge. Ja. Da werden wir dann mal auf die Insel gehen. Und fröhlich vor uns hinsterben, Leute. Ich bedanke mich jetzt erstmal recht herzlich fürs Reingucken. Ich bin immer noch total gehypt. Ich hoffe, ihr auch. Ich sehe da oben oder sehe ich schon einen Mutant. Da hinten steht schon einer. Leute, bis zur nächsten Folge. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich freue mich drauf. Lasst mir einen Kommi da. Freue ich mich auch drüber. Und falls ihr neu seid, gerne auch ein Abo. Ich sage jetzt bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Macht's gut. Bye, bye.